Da, das sind diese rot-weiß gestreiften, da ist ein roter Punkt. Und dann geht es da weiter hoch. Ja, ich gehe ein Stückchen weiter, bis der richtige Klettersteig losgeht. So, ich bin jetzt schon ein bisschen den Klettersteig hoch. Ich hoffe, man kann ein bisschen was auf der Kamera erkennen. Da hinten ist die Leiter da unten. Die habe ich bereits absolviert. Die drei anderen Bergsteiger von der Höllentalangerhütte da hinten irgendwo. Ich sehe das ganz schlecht auf dem Display, weil ich geblendet werde. Die werden hier auch hochkommen. Die sind bei der Riffelscharte nicht abgebogen. Das heißt, ich bin nicht allein unterwegs, aber ich bin der Erste. So, und jetzt geht es hier hoch bis zum Brett. Ja, da kommt mal mit ein Stück. Dann kann ich euch das hier mal zeigen. Mal ein bisschen Kamera hoch. Ja, es ist wirklich atemberaubend. Richtig geil. Es ist schönes Wetter. Der Fels ist mehr oder weniger trocken. Ein bisschen Feuchtigkeit ist im Erdboden drin. Aber so der Außenfels absolut trocken. Das ist schon geil. Ja. Wow. Und ganz schön anstrengend, so als dieser Berglandmensch. Und das sind diese Eisenstifte, auf die man dann drauf tritt. Und die sind da überall eingelassen. Da sind dann diese Eisenbügel. Geht's hoch. Und da müsste es dann auch zum Brett gehen. Schauen wir mal, wie wir hinkommen. Puh. Ich schwitze schon ordentlich. Ich habe zwar Jacke eingepackt, aber ich schätze mal, die werde ich nicht brauchen. Alle Eisenbügelstifte hier braucht man auch nicht. Teilweise kann man hier auch ohne hoch. Da geht's weiter. Ja, ich habe ein Problem. Irgendwie will meine Actioncam nicht. Ich habe keinen Schimmer, warum. Ich werde mal schauen, ob ich die SD-Karte wechsle und das dann funktioniert. Aber irgendwie, die lässt sich anschalten. Und geht dann allerdings direkt wieder aus. Ja, mal schauen. Das Problem ist, ich komme nicht ins Menü, um die zurückzusetzen, weil die sich so schnell ausschaltet. Ja, naja, kann man nicht ändern, sag ich mal. Ne? Ja. Ich hoffe, man kann ein bisschen was auf dem Video erkennen, dass es hier schön steil bergauf geht. Puh. Ganz schön hart. Aber das soll ja auch nicht nur schön sein, es soll ja auch ein sportlicher Faktor dabei sein. Und das ist er definitiv. Auf jeden Fall. Also ist schon hier schon eine unglaubliche Aussicht. Wundervollstes Wetter, noch keine Wolkenentwicklung. Ein bisschen Dunst im Tal, aber ganz wenig. Das ist ein bisschen erhöhte Luftfeuchtigkeit. Mehr ist das nicht. Ja, und jetzt geht's hier ein kleines Stück entspannt bis zum Brett da vorne. Und das zeige ich euch nochmal. Man sagt, das Brett ist so eine von zwei Schlüsselstellen hier, weil hier diese waagerechte Kletterei nicht für jeden was ist. Da geht's lang über diese Eisenstifte. Ah, das sind keine ganz 50 Meter, das sind so, ich schätze mal 20 Meter. 25 Meter waagerechte Kletterei von einem zum anderen Felssprung und danach geht es quasi zum grünen Buckel und vom grünen Buckel aus dann zum Höllental Ferner, der aktuell hoffentlich voller Schnee ist. Bin ich mal gespannt. Ja, und hier pausiere ich kurz, denn jetzt lege ich mein Klettersteigset mal an. Jetzt wird es Zeit dafür.
Bis später. Wow, ist das kalt, verdammte Axt. Das Wasser kommt frisch aus dem Gletscher da oben. Alles noch vereist. Sonst ist ab dem Wasserfall alles eisfrei im Sommer. Und ja, der Bach fühlt ganz schön klares Wasser, wie immer. Kommt halt frisch aus dem Gletscher. Und das schmeckt unglaublich geil. Und ist eiskalt. Verdammt kalt. Aber das tut so gut. Guckt euch das an. Unglaublich. Hier auf dem grünen Buckel habe ich bereits mein erstes Schneefeld gehabt. Ich musste also die Stiefel tauschen. Musste Steigeisen anziehen. Ja, die habe ich jetzt hier dran geklickt. Und ja, wollen wir weiter hoch. Das ist das letzte Stück vom grünen Buckel. Danach geht es übers Geröllfeld hinauf auf den Höllentalferner. Und da bin ich mal gespannt. Da werde ich die Kamera wieder anmachen. Bis dahin. Ja, liebe Leute, das ist das letzte Stück vom grünen Buckel. Dann geht's aufs Geröllfeld. Da hinten ist der Höllentalferner. Bisschen wenig Schnee, ich hätte mehr gedacht. Aber besser als gar nichts. Es ist schon einiges. Und da oben kommt dann auch noch ganz viel Schnee. Da bin ich mal gespannt. Das wird, glaube ich, eine ziemlich interessante Geschichte. Müssen wir mal schauen, ob das so klappt. Ja, also ein Rundumblick, damit ihr mal seht. Und da unten komme ich her. Da unten aus dem Tal mit der Höllentalangerhütte. Oh, Schweiß ins Auge, das brennt. Ja, da hinten ist die Riffelschorde versteckt. Und da hinten ist auch die Alpspitze. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Und da oben ist mein Ziel, Zugspitzgipfel und ja, richtig geiles Panorama hier, riesige Berge, wundervoll. Ja, ich bin mal gespannt, was mich gleich erwarten wird. Wenn ich die Kamera anmachen kann, mache ich sie an, sonst lasse ich sie aus. Ist halt ärgerlich jetzt mit der Actioncam, ich habe sie extra mitgeschleppt jetzt, aber das lässt sich nicht vermeiden, dass es jetzt nicht funktioniert. Ich nehme euch mal ein Stück mit. So seht ihr auch mal ein bisschen was. Ist gar nicht so leicht, mit Kategorie D Bergstiefeln auf Schotter zu gehen. Man denkt immer, das ist so einfach, aber ist eigentlich alles andere als einfach. Denn aufgrund der steifen Sohle kann man nicht ganz gut abrollen. Muss also immer flach auftreten. Und wenn die Steine wegrutschen, findet man nicht so schnell Halt wie bei weicheren Schuhen, finde ich persönlich jetzt. Ja, da geht's hoch, immer in den Serpentin, jetzt schon eine ganze Zeit. Hinter mir sind die anderen drei weitere Leute jetzt von der Höllentalangerhütte loslaufen, habe ich jetzt nicht gesehen, eventuell später von Hamersbach aus, weil sie sehen, dass das Wetter halt Bombe ist. Ich meine, es ist blauer Himmel. Aus der Seite kommen keine Wolken. Aus der Seite kann ich es nicht sehen Richtung Österreich. Aber ich schätze, bis Mittag wird es schön bleiben. Hoffe ich zumindest. Ja, jetzt haben wir 7.34 Uhr. Ich lege noch gut in der Zeit. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit verloren. Ich habe neues Trinken aufgefüllt, das Gletscherwasser. Ja, und Steigeisen und die Schuhe angezogen, neue Schuhe nochmal neu geschnürt. Ja. Und da sehen wir schon überall Schneefelder. Das Problem bei den Schneefeldern ist, da ist zwar Schnee drauf, auf dem man laufen könnte, theoretisch gesehen, aber teilweise ist der sehr dünn und direkt darunter befindet sich Eis. Ja. Ich werde jetzt, denke ich, meine Steigeisen anziehen und hier rüber latschen, so in dem Bereich. Ja, wunderschönes Alpenpanorama hier, eine meiner Lieblingsplätze, wirklich wunderschön, wundertoll, einwandfrei. Ja, und dann würde ich sagen, Steigeisen an und auf geht's.
So, damit ihr mal so grob sehen könnt, wie groß dieser Höllentalferne eigentlich ist. Und im Vergleich zu Sommer, ich werde gleich ein Bild einblenden vom Sommer, das ich letzten Sommer gemacht habe. Und ja, im Winter oder im Frühjahr, da sieht man das noch, wie groß dieser Gletscher eigentlich ist. Aber wenn man hier mal im Hochsommer hinkommt, dann sieht das Ganze extrem anders aus. Ich habe meinen Eispickel mal vergraben und ich bin hier gerade mal am Anfang. Und ja, der Eispickel ist, ich glaube, 80 cm lang ungefähr. Und der steckt hier komplett drin. Und den ziehe ich jetzt mal komplett raus. So lang ist dieser scheiß Eispickel und der passt hier rein, ohne Probleme. Und ja, da seht ihr mal, wie tief der Schnee hier schon ist, kurz hinter diesem Geröll. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie tief der Schnee da hinten sein wird. Aber wenn ihr mal hier im Sommer herkommt und das hier euch mal anschaut, dann könnt ihr euch echt mal das Ganze angucken, wie groß dieser Gletscher ist im Sommer. Und dann kommt mal hier so ein Frühjahr wieder her und dann schaut euch das mal wieder an. Daran erkennt ihr, dass die Gletscher immer kleiner werden mit jedem Jahr. Ich sehe da auch hinten eine Spur im Schnee, der werde ich dann vermutlich mal folgen. Das heißt, hier waren bereits schon welche unterwegs, gestern, vorgestern, irgendwann die Woche. Von einem weiß ich das, direkt auf Instagram, der hat es gepostet. Der musste allerdings oben umdrehen. Deswegen bin ich noch richtig gespannt, was mich erwarten wird. Ja, da oben ist das Ziel. Ja, ich hoffe, dass ich nicht aufgeben muss, ne? Weil das wird sonst echt nicht einfach. Aber schauen wir mal. Das ist immer so eine Überwindungssache. Ja, ich werde mich gleich später nochmal melden, wenn ich auf dem Gletscher bin. Und dann werde ich euch eine zweite Sache zeigen, eine Besonderheit des Höllentalklettersteigs, an der ihr auch erkennen könnt, dass die Gletscher sehr weit zurückgegangen sind im Vergleich zu früher. Bis später. Ja, ich bin's wieder. Ich hab's fast geschafft. Da vorne ist der erste Einstieg des Höllentalklettersteigs. Und da ist die Besonderheit. Der Höllentalklettersteig hat zwei Einstiege. Einmal den hier vorne. Der sieht ziemlich gut aus. Es könnte sein, dass ich den erreiche. Ich werde mal hingehen und mir das Ganze anschauen. Dann werde ich den nehmen, weil im Sommer ist der nämlich nicht erreichbar. Das ist das Problem wegen der Gletscherschmelze, weil die Gletscher immer kleiner geworden sind. Ja, und dann hat man weiter oben einen zweiten Einstieg gemacht. Der wurde dann auch irgendwann zu kurz und mehrmals verlängert. Ja, wenn der Gletscher halt schmilzt, muss der Einstieg tiefer. So, damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wie anstrengend das ist. Da geht's runter. Da geht's runter. Ganz unten stehen drei Männer. Das sind die, die hinter mir sind. Und ich bin jetzt hier schon locker eine Stunde auf diesem Gletscher drauf. Und ich sage euch, es ist echt, echt anstrengend. Es ist wirklich steil. Es ist unglaublich steil. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Im Sommer ist es einfacher, weil der Schnee auch anders ist. Ab und zu sinkt man hier richtig tief ein. Und dann ist der ganze Stiefel im Schnee. Das ist echt so einer der kraftraubendsten Akte hier hoch. Kraftraubendsten Akte. So rum. Weil es halt wirklich anstrengend ist. Weil es halt viel Schnee drauf liegt. Und je mehr Schnee drauf liegt, desto steiler wird der ganze Scheiß hier. Aber es ist gut, dass hier viel Schnee drauf liegt. Und je mehr Schnee kommt, desto besser ist es. Puh, Halleluja. Nehmen wir noch ein Stückchen mit. Ich will jetzt auch meinen Eispickel als Unterstützung. Weil das geht einfach nicht ohne. Mein drittes Bein. Halleluja. Mein Gott, jetzt bin ich wieder eingesunken. Ein ganzes Stück. Es ist immer so, ganz plötzlich sinkt man hier 10, 20 cm ab. Aber das Gute ist, er ist fast spaltenfrei. Spalten sind da, wo man nicht hingeht, sage ich mal. Nicht zu den Einstiegen hin. Also der Einstieg sieht ganz gut aus. Ich gehe da mal hin, schaue mir den an. Das wäre dann das allererste Mal, dass ich diesen Einstieg mache. Den kenne ich noch nicht. Aus dem Sommer kenne ich den noch nicht. Ja, der geht ungefähr so da lang. Seht ihr ja gleich, wenn ich da bin. Bis später. Ich melde mich mal wieder. Da unten ist der Höllentalferner. Ich bin schon ein bisschen gelaufen, weil da ziehen Wolken auf.
Und da ist schon das Gipfelkreuz, ist nicht mehr weit weg. Ich schätze noch mit einer Stunde, 10.53 Uhr bin ich oben. Ja, da geht der Klettersteig weiter. Atemberaubende Aussicht. Einfach nur wundervoll. Richtig geil. Wundervoll.